Ein Wort brauche ich noch. Spannend! Oh, so viel der normale. Mit P oder mit F? Kann man aber auch mit F schreiben. Kann man mit F schreiben. Yep. Synthese. Okay. Und jetzt brauche ich noch ein Gefühl. Sehnsüchtig, okay. Cool. Er hat sich auch den größten Zettel genommen, ne? Der Vorteil ist, dass mein Stück nicht schreibt. Also wir haben die, geht schon, ich habe ja alles eingeritzt. Wir haben die Wörter Tintenfisch, Tapir, Photosynthese, Schinkenwurst und das Sehnsüchtig. Bin gespannt. Das wird jetzt mehr so ein Monolog wie so ein Theater, weil ich kann jetzt keinen Text so einfach raus. Früher war es immer so einfach. Ich konnte mich auch entscheiden. Bleib ich stehen? Bewege ich mich? Mache ich Photosynthese? Ja, denn ich war eine Pflanze. Als Pflanze macht man ja nicht viel, man sitzt da, steht, sitzt, jedem das seine, manche muss hängt. Also, da sitzt man halt so rum und denkt sich, das Leben ist schön. Aber so im einen Moment, zack, kommt so ein Scheiß-Tapir und frisst einen. Dieses scheiß vierbeinige Lebewesen. Ich schluckte mich runter. Einfach so. Das Schlimme war, dieses Tapir war kein Vegetarier. Dieses Tapir hat alles gegessen. Auch wenn Tapire normalerweise Vegetarier sind, glaube ich. Google es. Und in diesem Magen, wo ich dann ankam, da war ganz viel Magensäure, was meine Zellen zersetzt. Ich schrie ganz laut. Ah! Einfach rumstehen und photosynthetisieren.